So, meine lieben Leute, und das sind wir heute beim neuesten Part Let's Play Pokémon, die Feuerrote Redition. Ja, denn wir wissen ja, dass es eine Reederei ist. Auf der MS Anne, wie schon gesagt, MS Anne, Teil 2. Und ich hatte vorhin irgendwie, vorhin ist das Spiel hier kurz gefreezed. Da hatte ich schon auf die Aufnahme gedrückt, bin aus Versehen nach oben gegangen und ja, das darum, über dem, wo ich stehen geblieben bin in der letzten Folge. Halt, ja, es war eben ein kleiner Fail, aber kach. Können wir darüber ja hinwegsehen und uns hier diesen Matrosen hier jeweils stellen. Schlucke die Schluck, die Schluck. Und Mega Hieb geht natürlich mal wieder daneben. Ist ja klar. Dann blubbert es hier erstmal so uns herum, so richtig schön. Initiative geht auch noch runter, weil wir hier so auf den Blubberblasenkisten so schwimmen, ne? Und ja, jetzt habt ihr etwas erwartet. Ihr kriegt allerdings nichts. Und ja, dann blubbert uns hier erstmal noch weg. Kratzen. Ja, ja doch, reicht. Reicht. Schön. 300 EP. Wohlverdient. Wohlverdienter Ruhestand. Nein, es geht natürlich weiter. Mit Pikachu. Oder Pico. Ja, Pico. Oh, Pico, wenn ich so ausspreche, muss ich eigentlich statt dem letzten O ein EE da hängen, aber Pico. Ja, Pico. Wie dieser eine Spieler von Augsburg, früher spielt, glaube ich, für Leverkusen gerade, keine Ahnung. Co. Ja. Jetzt wechsle ich hier mal wild durch, lass Minky auch mal ran. Das Minky, unser Minky braucht nämlich auch noch Training. So, da kommt erstmal eine epische Pause. Und Karate-Schlag. Wie gut wirkt es? Halb gut. Halb gut. Halb gut. Auch wirklich gut. Ah, Genauigkeit sinkt mal wieder. Karate-Schlag geht auch prompt daneben. War ja mal wieder klar. Das hätte man auch erwarten sollen. Karate-Schlag, geht nicht daneben, aber doch, tot. Naja, nicht tot, besiegt. Ja, das wollte ich mir einfach abgewöhnen. Ja, Matrosigur. Ja, du hast verloren, das muss ich dir leider mitteilen. Und dann haben wir hier ein Äther. Äther. So, auf jeden Fall, hier unten ist ja hier die Crew, ne? Was ist denn hier hinten? Im Mülleimer? Ist hier überhaupt was? Ja, ein Hypertrank. Wow, Hipster. Tja, viele Matrosen, viele Kämpfe. Happy Birthday. Ruf als Seebär steht auf dem Spiel. Tja, leider muss ich dich enttäuschen. Ich bin auch ein Seebär. Allerdings ohne Seebär-Kostüm. Braucht man das? Seebär-Kostüm? Aber egal. Mega Hieb. Wird es wegpusten? Ja. Größtenteils hat weggepustet, ne? Dann clearen wir hier weiterhin durch. Also, ihr könnt euch schon mal. Also, ihr habt euch wahrscheinlich auch schon dran gewöhnt, dass ich einmal clearen sage, ne? Also, C-L-E-A-R. Clearen, das Englische, ne? Und was war jetzt eine schwierige Entscheidung? Ich wechsle auf Mankey. Braucht ja auch Training, ne? Denn ein schönes Razzaf. Also, ich weiß gar nicht, mein Kumpel hat zumindest gesagt, Sonntag? Ich weiß gar nicht, ist letzte Woche Sonntag rausgekommen? Ja. Kann ja dieses kleine Duell daraus und eins sein Lieblings-Pokémon meines Kumpels war ja ein Razzaf. Das versuchen wir hier zu bekommen. Denn ich habe wohl nicht umsonst ein Mankey gefangen, um es einfach nur meine XP zu schlucken zu lassen, oder? Ja? Was sagen Sie dazu, Herr Mankey? Sie schweigen. Okay. Das akzeptiere ich. Und mach weiter. Ein Dicta, was eigentlich in höchster Not ist, aber... 7! Mann! Noch 8 bis 12. 8 bis 12 ist das Spiel hier geeignet. Nein, natürlich nicht. na, Level 19, dick da. Bisschen Mischung so aus dicken und da, ne? Weiß man doch. Ich sage, soll man genau da graben? Wer weiß das nicht. Wie viele von diesen Matrosen wollen eigentlich nicht kämpfen? Ich verstehe es nicht. Aber egal, wir brauchen das Training. Ja, wir brauchen es. Wir brauchen das Training und dann kommt natürlich eine epische Pause. Man weiß natürlich nicht wirklich, ob man es wirklich braucht. Und wenn man es braucht, geht es daneben. Mega Hieb.
jetzt für 4,99 in unserem Online-Shop. Und dann werden wir hier weggezackelt. Sieht ja heiter aus. Aus heiterem Himmel. Mega Hieb. Einer geht noch rein. Ich versuche mal Glut. Natürlich, ne? Aber ja. Großbrand. Tolle Fähigkeit. Ja. Tolle Fähigkeit. Gute Fähigkeit. Das ist unser Motto. Grimasse. Versucht unser Glutext so zu erlernen. Was ist meine Meinung dazu? Kratzer war ja relativ stark, ne? Metallklaue ist angeblich so stark? Boah. Das merkt man ja gar nicht. Na, unser Glutexo ist schnell genug, der braucht wir keine Grimasse. Leider. Denn Grimassenschneiden hat ja Initiative stark gesenkt. Eigentlich ist unser Glutexo schnell genug und es wird auch schnell genug sein. Bleiben. Denn es wird ja zu einem Glurak. Also gehen wir mal optimistisch in den nächsten Kampf. Ich wechsle davor erstmal meine Pokémon. Wir müssen ja hier ein bisschen Rotation reinbringen. Ist ja genau wie das Bayern-System im letzten Jahr. Viel rotieren, denn nur so wird man Meister. Ah, der ist kämpft natürlich nicht. Ja, Machok. Ja, Machok. Machok. Und einen Supertrank finden wir natürlich. Dann, laufe ich natürlich ein paar Mal an dem Ausgang vorbei, sprinte die Treppe hoch, weil es da so gesund ist. Wo war es nochmal? Hier, ja, hier hat man einen kostenlosen. Hier wurde man kostenlos geheilt. Natürlich nur auf eigene, wie ist nochmal? Bestätigung? Ich weiß nicht mehr. Mir ist gerade das Wort entfallen, aber das ist bei mir ja ziemlich oft so. So. Dann habe ich ja auch schon mal was vor, und zwar setze ich erstmal meinen Pikachu an erster Stelle. Das hat einen triftigen Grund. Hier geht's an Deck. Ja, schön an Deck. Ah, nein, nicht ganz an Deck. Ah, ja, hier, links. Zumindest links habe ich hier gerade gehört. Das schöne Horn. Jetzt höre ich es rechts, auf dem rechten Ohr, aber ja. Es wechselt ja rum, ne? So, dann. Wir nähern uns. Und 3, 2, 1. Tada! Aus dem Nichts ist er erschienen, denn wir haben ihn natürlich nicht auf der Treppe gesehen. Sian, Daniel, ich wusste, ich würde dich hier treffen. Daniel hat dich tatsächlich eingeladen. Wie kommst du mit dem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück im hohen Gras. Okay. Ich habe zwar noch nicht so viele Pokémon gefangen. Ja, aber meine... Denn jeder weiß doch und jeder kennt das Motto. Klein, aber fein. Das ist meine Auswahl. Donnerschock. Den ist ein geliebtes Tauboga. Später. Zaubos wird es ja auch noch daraus, ne? Dann kommt erstmal Sandwirbel. Wozuki. Statik. Ja, Statik. Dann. Na, leider daneben. Leider daneben. Ja, es paralysiert. Dann kann ich angreifen. Das finde ich schön. Alex geht die Attacke ebenfalls daneben. Die Frage ist natürlich, warum? Kann doch mal nicht wahr sein, dass eine Attacke, die 100 da hat, ne, so daneben geht. Das ist ein bisschen anormal. Tja, da muss es wohl unser sehr trainiertes Glutexo wohl richten. So stark trainiert. Wie Sau. Wie Sau. Volltreffer, natürlich. Wir fegen hier das Tauboga einfach weg. Was haben wir noch erwartet von unserem sehr, sehr starken Glutexo? Jetzt kommt sein Schlock. So, was mache ich? Pikachu! Ja, Chu! Pichu! Yeah, so, ne, niesen! Bah! Ja, ne, Schillock! Schillert ja schon förmlich. Haha! Ha, 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 Wortwitz. Dann setzen wir hier unsere Doppelteam-Taktik ein. Da verdoppeln wir unser Team und haben auf einmal 12 Pokémon. Nein. Oh, ja, das ist knapp. Allerdings wird es auch, dass Supertrank seine volle Wirkung entfaltet. 48 Punkte. Natürlich trifft er Biss. Aber was, haben wir noch, was hätten wir noch erwarten können? Ja, das hat jetzt natürlich schwer. Ich sitze noch ein Doppelteam dahinter. Sicher ist sicher. Okay, sicher wäre es natürlich, wenn ich jetzt noch ein Doppelteam dahinter setzen würde, aber nö. So, dann Donnerschock. Wir müssen irgendwie vorankommen, das ist unsere Taktik. Zieht zwar nicht ganz so viel ab, also sowas wie Donnerblitz oder Donner wäre mir natürlich lieber.
Allerdings müssen wir uns auch hier mit dem Donnerschlag zufrieden geben. Wir haben ja leider kein Pflanzen-Pokémon. Leider. Während ich hier mal wieder etwas unterdrücken muss. Ah. Oh, das tut am Nacken weh. Ha. Tja. Und, dann kommt hier seine Aqua-Knarre. Hört sich an wie eine Waffe oder so. Zum Glück hat er keine Erstschlagsattacke. Das bedeutet, dass wir hier seinen Schlock wegfegen. Mit nur noch 7 von 51 verbleibenden KP. Hat nicht ganz für ein Level-Up gereicht. Und jetzt kommt das, das Pokémon mit, um das die meisten Gerüchte schwören. Sein Radikal. Um das Pokémon schwören ja die meisten Gerüchte. Aber naja. Jetzt will ich hier erstmal einen schönen Karate-Schlag ein. Flüsterleise wird die Stimme. Gleich. Wird. Ah, da wird es zurückgerufen, Kadabra. Fußkick passt jetzt natürlich einfach mal so. Überhaupt nicht an die Stelle. Hm, Risiko. Allerdings klappt das Risiko natürlich nicht. Eieiei. Der Kadabra ist schnell. Das müssen wir irgendwie auskontern. Das versuche ich hier mal mit unserem Diktar. Schaufeln wir uns hier mal runter. Es hat mich ernsthaft nicht überrascht, wie viel Fußkick abgezogen hat. Ich meine, so schwer ist Kadabra doch eigentlich gar nicht, ne? Versteht man, ne? Ja, jetzt ein Radikal. Diese EP gönne ich dann ebenfalls Dicker. Nachdem ist das Radikal so, das Kadabra so schön weggekriegt hat. Ah, kriegen es hier 397 und dann Mist, ja. Ja, ne? Der Schneider. Deshalb wollte ich hier ja rauf. So, jetzt schwören, jetzt fangen an, die Gerüchte herumzuschwören. Leute, die sich so ein bisschen in der umgehört haben in der Pokémon-Welt, ne? Und da heilen wir hier erstmal den Kapitän. Leute, die sich ja so ein bisschen in der Pokémon-Welt hier umgehört haben, wissen ja, was dieser Kampf so an angeblicher Hintergrundgeschichte hat. Und ja, dann wird das ebenfalls, dass wir diese Kabinen hier erstmal überspringen. Ich glaube, dass ich die sogar offscreen auch mal so ein bisschen durchmache, da ich hier das Training hier noch mitbekomme von der ganzen MS Anne. Was soll ich denn onscreen machen, also mit Aufnahme? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal hier unten in die Kommentare schreiben? Ja. Egal, habe ich erstmal mein Pokémon geheilt. Das ist mal wieder ein Pokémon-Part, der unter der 15-Minuten-Grenze liegt. Egal, wir haben Gary besiegt, Zerschneider bekommen, alles was wir wollen. Und damit bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen bei euch. Und hören wir hier erstmal noch das Horn. Ja, schön, schöne Hintergrundmusik. Und damit dann vielen Dank fürs Zuschauen. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüssen.